So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Login. Vollbild. So. Ich sehe gerade, die Kamera ist überhaupt nicht richtig eingestellt. Man sieht halt alles, außer das, was man eigentlich mit der Kamera sehen wollte. Ne? Egal. Für die eine Folge. Interessiert jetzt auch niemanden mehr. So, genau. Wir werden mal ganz kurz gucken. Das kommt bei mir ins Inventar. Das und das auch. Das auch. Eigentlich wäre es sinnvoll, erstmal zu gucken, was ich noch unten ins Lager räume, ne? Also wieder zurück. So, unten ins Lager. Kommen auf jeden Fall Sachen, die wir wahrscheinlich nie wieder benutzen. Also zum Beispiel das hier. Was war's denn schon? Gut, die können auch noch weg. Geld kann ich wegpacken, da kriegen wir auch immer und immer mehr. Braucht auch keine Sau. So, dann auf jeden Fall die Tür, das Zeug hier. Ja, die wollt, ne? Aus Gründen. Achso, warum ist hier überhaupt die Kohle? Danach da. Achso, weil ich ja einfach erstmal alles reingeschmissen habe. Du kannst eigentlich auch gleich. Gut, let's go. Schmeißen wir das erstmal rein. Ah ja. Ah ja. Egal. Interessiert keine Sau. So. Bumm. So, hier kommt so ein bisschen Holz rein. Also du und du. Du. Und hier kommen Steine rein. Also du und du. So, jetzt nochmal. Der andere Holz und du bist so. Hier würde ich auf jeden Fall die ganzen. Nee, komm, das kann hier bleiben alles. Die Kiste wird sich niemals füllen. So, Eier. Ganz klarer Fall. Fleisch kann auch alles in die große Krabbelkiste. Das kann in die große Grabbelkiste. Das kann. So, jetzt noch die ganzen anderen Eier. Die andere Redstone. Komm, die ganze Welt kann auch weg. Das kann weg. Muss ich ja später noch ein bisschen hier im Inventar sortieren. Ja, wir haben mittlerweile relativ viel Kohle, ne? Die Kohle lasse ich aber mal hier. Du kannst auch noch weggepackt werden. Haben wir gar keine roten Pilze? Wir haben nur die. Oh, doch, aber ja, das ist natürlich falsch. Das muss. Wir werden alle sterben. Na gut, packe ich die jetzt auch wieder raus. So. Das ist natürlich Quatsch, weil es natürlich. Brauchen wir ja beide für das Gleiche. Ne? Und entweder sind beides Pflanzen oder beides Lebensmittel. Also, So. Ah ja. Ja, ah, da kriegen wir ganz viele. So, dann kommt das Fleisch. Das Fleisch würde ich ehrlich gesagt nicht in diesen großen Kisten packen. Eigentlich die Eier auch nicht.
Eigentlich macht das hier viel mehr Sinn. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, hier vorne die, ne, also das Kramzeug, was wir nie brauchen, in die Kisten zu packen. Und hier vorne die Sachen zu nehmen, die wir actually öfters brauchen. Also, das heißt, die Eier kommen zum Beispiel da rein. Ach ja, stimmt ja, bei so Blöcken, bei so Block-like-Objekten, also wie die, ne, da sieht man ja nur, dass es Blöcke sind. Aber nicht, dass das eigentlich Slabs und Dings sind. Dort ist natürlich traurig. Auf eine ganz eigene Art und Weise. Komm, ich nehme erstmal hier alles raus. Da wirst du ja bekloppt. Oh, schon voll. So, jetzt nämlich bei dem Fleisch. Würde ich nämlich gerne, dass hier die Sachen sind und darunter nämlich die gebratenen Arten davon. Genau, bei Eier kann man ja auch die Eier braten. Das würde ich gerne hier unten hinklatschen. Nein, würde ich nicht. Doch, nein. Ja, da so. So, Knochenrippe wahrscheinlich auch sehr viel. Weizen bekommen wir auch wahrscheinlich massig. So, Brot und so. Wahrscheinlich hier. So, ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wonach ich überhaupt sortieren soll. Ist wahrscheinlich nur ein Traum, dass ich in der kurzen Zeit irgendein sinnvolles System systemiert bekomme. So, du, halt, nach da, nach da, nach da, du warst da, du warst da. Und die Sachen. Fallen nicht noch andere Sachen? Weiß. So, okay. Das heißt, jetzt erstmal die und die und die. So. Genau, ist alles raus. So. Schwupp, 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 schwupp. Ach ja, das gibt es ja auch noch. Gut, dann kommen die Eier doch woanders hin. Das habe ich natürlich. Gut. Starscroker. Oh. Das ist was anderes. Wo sind die gebratenen andere Dinger? Ich bin verwirrt. Nein. Fuck my life. So die Eier. Mach ich hier mit hin, ne? Jo. So. Okay. So, das heißt, du kommst nämlich nach da. Das hier ist ja. Komm mal, mach ich hier. Achso, by the way. So, Äpfel. So und so. Was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich hier noch diverse Mineralien. Bodenmehl würde ich gerne. Weißt du was? Ich nehme dich hier nochmal raus. Und dich mache ich actually hier oben irgendwo hin. Da Eisen. Da. Oh, halt. Eins verklickt. Da Eisen. Da Gold. Da Eisen Nuggets. Und da Golden Nuggets. Ungefähr so. Ha? Bei sinnhaften Sachen macht es auch ein bisschen mehr Sinn, Sinn zu machen. Weißt du? Aber hier bei dem, ne, ist halt Kladderadatsch-Zeug. Da ist es halt auch viel schwieriger, irgendwie Sinn zu haben. Aber hier macht es schon Sinn, ne? Immer Mineral, dann die kleinen Varianten davon. Hier Fleisch, die gebratenen Varianten davon. Das ist halt eine Grabbelkiste von den Sachen, die wir halt en masse bekommen. Ne? Die beide durchs Ernten. Das halt
auch durchs Ernten und das durch die Hühner en masse. Hier dann so Äpfel. Also, ne, da gibt es ja noch diese Enchanted-Äpfel zum Beispiel und dann gibt es auch noch die. Nee, mehr gibt es gar nicht. Genau. Und hier ist aber massenhaft. Wobei, so Flammen laufen jetzt eigentlich auch gar nicht, ne? Kann ich irgendwie draus nehmen. Der kann das hier doch mit zu dem. Hier, da. So, genauso wie das ja hier auch thematisch zu dem Bone Meal gehört. Das heißt, da mache ich das dann auch. Ja, genau. So, und dann mache ich einfach so. Ja, kann er. So. Das Zeug. Lasse ich das hier? Oder packe ich das auch mit in die Essenskiste? Weil es ist ja letztendlich eigentlich Essen. Es war, eigentlich sollte man sowas nicht essen. Eigentlich sollte man sowas direkt wegschmeißen. Aber ich habe ja ein. Ne? Was? Ich lasse einfach hier. Feierabend. So, okay. Oh Mann, nichts ist komplizierter als Sachen einordnen. Alter, was ist das für ein Konzert da hinten? Dort ist ja schlimm. So, nehmen wir hiervon irgendwas mit. Oh, guck mal, hier sind sie noch. So, wir haben das noch, wir haben das noch, wir haben das und da. Ach ja, siehst du, die Ingots haben wir ja auch noch. Fuck my life, fuck my life. Jo. Gut. Hier haben wir auch noch was. Ah, siehst du, müssen wir auch mal anpflanzen hier, ne? Brauchen wir mal ein bisschen Dschungelholz. Aber jetzt natürlich keins mehr, müssen wir jetzt mal wieder Dschungelbäume räumen. Aber, was war das denn gerade für eine Aktion? Ah, schon ist nur noch ein Schaf. Nee, nee. Hier war halt auch noch viel Stuff. Letztendlich hätte ich ja gerne alles unten in die unten ins Lager, ne? Dass wir hier in dem Haus wirklich nur noch die Sachen, die man halt wirklich immer braucht. Also weiß nicht, sowas wie Fackeln oder irgendwas, wo man halt nicht lange fackelt. Ne? Also, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht. Fackeln zum Beispiel. Oder Fackeln. Ja, sowas halt. Tja, was könnte man davon auf jeden Fall noch wegräumen? Und auf jeden Fall, siehst du, wir können ja auch beide, wenn wir hier endlich mal unsere Fenster bauen, ne? Lol. Gut, ich bringe erstmal die Sachen noch weg und das Rest lasse ich erstmal in die Kisten. Es wird schon wieder dunkel. Wie geht das mal pennen? Haben wir noch was drinnen? Wir haben nicht. Leck mich doch am Arsch. Du Scheißspiel. Ich hasse dich und deine gesamte Brut. So, wir machen auf jeden Fall hier nochmal, machen wir nochmal, ja, die machen wir raus. Das ist Bullshit, das ist Bullshit, Bullshit, Bullshit. So, wir machen Eisen. Dann will man Eisen Nuggets und dann findet man noch Eisen, daraus macht man dann Eisen Ingots. So, hier das gleiche, bap, bap und so, da haben wir hier halt immer drei Dinger. Hier fürs nächste Material, hier fürs nächste Material und dann die letzten beiden ist dann für was auch immer. So, hier Sachen, die wir wieder durch Wildnis und so bekommen. Also so zum Beispiel. So, du kannst wunderbar hier unten mit hin. Haben wir hier noch Sachen? Geld, ganz klar. Das auch, ganz klar. Und so. Achso, haben wir ja schon. So. Sieht doch gut aus. So, jetzt muss es auch dunkel genug sein, dass wir pennen können.
Okay, macht der Folge noch nicht? Oh, doch. So. Neuer Tag. Wir werden jetzt erstmal direkt anfangen hier mit Fenster bauen. Und vielleicht auch mal eine Decke. Und dann können wir vielleicht auch mal mit der nächsten Etage. Wobei ich hier auch gar nicht weiß, ob man jetzt hier irgendwie eine Treppe hinbauen sollte. Wobei es ist ja eh so ein Baumhaus-ähnliches Konstrukt. Vielleicht hänge ich einfach irgendwo eine Leiter hoch oder so. Mal gucken. Erstmal Fenster. 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 Ja, wir haben 17 Stück davon. Das ist natürlich, wow, genau ein zu wenig für 18. Was man bräuchte für 3. Das können wir eh nur 2 machen. Super. Bleiben 5 Stück übrig. Geil. Vor allem 16 reicht halt auch nicht aus, ne? Oder reicht's aus? Egal. Mal gucken. Wir brauchen nämlich, wir haben 5 Breite, ne? Doch, da reicht's ja aus. Ah, easy. Die haben 6 Breite. Warum haben wir 6 Breite? Das macht keinen Sinn, ich möchte das nicht. Bitte, bitte hören Sie auf. Ich ertrage diese nicht. Achso, weil das Haus nicht rechteckig ist. Das macht Sinn. Aber jetzt haben wir nur noch 8. So, und der Bereich ist, wenn man seines Lebens überdrüssig ist und man einfach rausspringen möchte. Oder so. Keine Ahnung. Oder als Schnellausgang, um, weiß nicht, da mit dem Boot wegzufahren oder irgendwie sowas halt. Keine Ahnung. Irgendwann kommt da eine Fensterscheibe rein, aber ich schmeiße jetzt nicht für 2 Fensterscheiben. Nochmal hier brauchen wir noch einen Würfel. Dafür dann nochmal den ganzen Ofen an. Das wäre ja ganz schön dumm. Vielleicht sollte ich das genau deswegen machen. Das ist clever. So. Wir haben ja noch diversen Stuff. Wieso haben wir eigentlich nur 3 von den Dinger? Wir hatten doch viel mehr. Haben wir hier noch? Ah ja, hier haben wir noch welche. Okay. Das hat halt einiges. So. Eigentlich bin ich doch dumm. Was? So 2 Eier? Habt ihr ein Ei auf dem Kopf oder was? Hey, ich bin wieder drin. Nein, ich will raus. Wir werden alle sterben. Tschüss. So. Die beiden Eier. Die 7 Eier. Oh, wollen doch ein paar mehr. Okay. Entschuldigung. Und zwar müssen wir die Dinger gar nicht aufheben. Wir können die ja actually benutzen. Gut, okay. Also die Zäune, die lohnt sich schon aufzuheben. Vor allen Dingen die hier. Die hebe ich mal auf. Da. Und die Dinger, die können wir einfach mal in den Ofen werfen, ne? So als Brennholz. So. Dann schmeißen wir doch mal ein bisschen Sand rein. So. Und verbrennen die ganzen Dinger hier. Wow. Das klang gerade sehr komisch. Okay. Siehst du, ich werde doch mal gucken. Okay, wir haben actually von dem anderen Fleisch. Also wir werden ja eins von den Fleischarten und die Köllchen, wo wir kein gebratenes Fleisch-Variante von haben. Sehr interessant. Naja gut, was soll's. Okay. Da wird nichts mehr. Gut. So, dann können wir nämlich mit dem hier dann doch nochmal eins machen. Wupp und wupp und schwupp und schwupp und schwupp und das und wo ist das jetzt? Hallo? Da. So. Wupp, wupp, fertig. Yay. So, dann haben wir jetzt, ganz ehrlich, komm, wir gehen nochmal hier los. Wir gehen nochmal hier, komm, machen wir. Also.
Ach, siehst du, wir haben jetzt die Eichen hier unten, weil wir jetzt die Eichen können, aber brauchen wir ja noch, ne? Ah, Kacke. Das heißt, wir müssen. Okay. Dann ganz ehrlich, ich mach mal die hier unten mit rein. Ne, hier sind noch die Enchanted Äpfel später und dann kommen die einfach auch noch mit da rein. So, die kommen dann später hier alle hin, genauso wie die. Was hier unten reinkommt, keine Ahnung. So, du und du, ihr kommt mal raus, geht mal nach da und da und du kommst mit. Nein, damit. Wir werden alle sterben. So, du kommst nämlich nach da. Ihr kommt nach da. Und jetzt werde ich aber jeweils mit Shift, ne? Nein. Eins nehmen und eins nehmen. Ach, siehst du, von den Kartoffeln gibt es ja auch noch gebratene Varianten. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Gut, dann. Oh mein Gott. Kommt die. Oh Gott. Die kommt dann nach da. Natürlich werden wir dann jetzt gleich eins mitnehmen. Also so. Und dann kommen die Mohrrüben tatsächlich hier mit rein. Weil, ganz ehrlich, den Enchanted Apple werden wir nie finden. Schätze ich mal. So. Okay, das ist damit die Reihe nämlich das, was man braten kann. Und dann die gebratenen Varianten immer darunter. Einmal jeweils. Mindestens. Achso, wir brauchen ja noch Brennmaterial. Wo muss eigentlich Sand hin? Da. Nein. Da. Ich meine, eigentlich wäre es natürlich so rum sinnvoller. Danke. So, was können wir noch verbrennen? Kann man Gleise verbrennen? Bestimmt, ne? Und die werden wir unser Leben nicht brauchen. Wie gesagt, die Zäune, die kann man nochmal verbrauchen, gebrauchen, wenn man die Dinger hier doch nochmal größer machen möchte. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Auch wenn ich echt unzufrieden gerade bin, weil die Schafe mal ausbrechen. Funktioniert doch nicht alles so geil, wie gedacht. So, kann man die jetzt da reinpacken? Nein! Damit! Kack! Arsch! Na gut, dann nicht. Dann nehme ich jetzt einfach ein Stück Kohle mit und das war's dann. Ganz ehrlich. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Mitkommen. Bist du umzingelt. Immer diese Quereinsteiger. So, du kommst da oben rein. Du kommst da unten rein. Das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Hä? Seit wann kann man keine Spiegeleier mehr machen? Was? Die gibt's gar nicht mehr. Nicht mehr im Handbuch gibt's das. Was? Are you kidding me? Das kann doch nicht sein. Man kann es nur noch als Backzutat benutzen. Man kann es gar nicht mehr als Spiegelei oder sowas machen. Okay, das ist natürlich super behindert. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen Zucker machen. Dann haben wir auch noch ein paar. Siehst du, was machen wir eigentlich alles, um Kuchen zu machen? Da brauchen wir Milch. Wir haben aber nur zwei Eimer. Müssen wir also erstmal noch einen dritten Eimer machen. Okay, also alles andere haben wir ja, ne? Milch haben wir, Eier haben wir, Salz, Zucker. Salz, wow. Zucker haben wir ja, also können wir machen. Milch müssen wir auch erstmal machen, von den Kühen. Und ja, hier haben wir auch massig.
Alles vorhanden. Okay. Oh, okay. So, was kann man damit noch alles machen? Wieso kann ich das eigentlich auswählen? Hier ist doch schon wieder irgendwas total verbuggt, oder? Hier ist doch schon wieder irgendwas hart verbuggt. Oh, ah klar, die ganzen Handy, was ist denn das denn? Ach, farbige Schilder. Lol, wir haben nicht mal ein normales Schild. Und die kommen hier mit farbigen Schildern. Haben wir Langeweile? Cool. Okay, ich bin gerade ein bisschen immer noch perplex, dass man mit den Eiern, dass man die nicht braten kann. Aber als Trost. Oh, wir müssen mal was essen, by the way. Ich kann gar nicht mehr sprinten. Hab dich ausgesprintet hier. So, weg damit. Weg damit. Machen wir nicht mehr. Was wir aber dafür machen, ist, wir brauchen ein Ei. Ich sagte ein Ei, du Eierkopf. Ein Ei. Wir brauchen some wheat. So. Achso, siehst du, die Kohle können wir wieder wegpacken. Das Glas, die können wir weg. Glas haben wir hier gar nicht. Dann brauchen wir noch. Achso. Zuckerrohr haben wir ja bei uns noch drin. Ne? Brauchen wir bloß noch dreimal Eisen. Wir haben fünf noch Eisen. Wir haben noch fünf Eisen. So rum. Gott, damit. Okay. Da sollten wir eigentlich alles haben. Ja. Sieht gut aus. Los. Volle Fahrt voraus. So, als allererstes mal. Du kannst weg, du kannst weg. So. Hätten wir das schon mal. Als nächstes würde ich dann sagen, wo sind die beiden? Ah, die einen sind ja hier mit Sachen gefüllt, die. Also ich meine, das Wasser können wir einfach ins Wasser kippen. Da, ne, da sehe ich kein Problem drin. Die Lava können wir aber nicht einfach irgendwo hinkippen. Das. Vor allem, die muss halt weit weg von allem sein, weil alles anfängt zu brennen. Wobei, die stimmt ja gar nicht. Wie mache ich das am dümmsten? Ich glaube. Ach nee, komm, pack ich einfach hier irgendwo hin. Wobei, wenn ich. Ah nee, hier kann ich. Kann ich ja gar nicht mehr runterspringen. So, einfach hier Loch machen. Und Rinder. Feierabend. Weg da. So. Jetzt geht's ab. Hoffentlich geht das so einfach, wie ich dachte. Und bopp und bopp. Yeah. Sehr cool. So, haben wir noch ein paar Märchen. So, kann man eigentlich Müll auch rauskippen? Oh, okay, die trinke ich dann einfach. Schade. Ich dachte, ich kann jetzt mein gesamtes Haus hier mit Müll überkippen. Das wäre jetzt witzig. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war du nach unten. Ah, nee, halt, wir brauchen noch das hier. So und so, die kommen nach da, du kommst nach da, die kommen nach unten und die kommen nach
Also muss ich jetzt jeden einzelnen klicken. Yay! Yay! Wow! Die Lüge. Was? Wieso Lüge? So, die kann ich jetzt einfach irgendwo hinstellen, ne? Wie war? Kann ich die einfach. So, Essenstisch. Hey, sieht man gar nicht. Achso, ist ja Linksklick, ist ja abbauen. Ich muss ja mit rechts klicken. Ich finde das so süß. Voll geil. Okay, das war ein krönender Abschluss für diese Folge. Finde ich voll süß. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir hier das Fenster schließen. Da ist Aquamiku. Und dann können wir runterfahren. So. Sehr schön. Also abgesehen von diesen beiden Abstürzen, wo ich gerne wüsste, warum, aber das wahrscheinlich nie erfahren werde. Ja, abgesehen davon war es doch eigentlich ganz, ganz geil. Hat alles gut funktioniert. Ich bin zwar jetzt ein bisschen traurig, dass manche Sachen nicht mehr gehen. Ne, wir erinnern uns ja, diese ganzen Slabs und Stairs, dass man die nicht mehr, die Achsen zwar spiegeln konnte, aber nicht mehr rotieren konnte. Ansonsten, ja genau, das mit den Eiern. Was noch? Oh, das war's. Genau. Muss ich mal gucken. Oder hoffen, dass das dann vielleicht später noch geupdatet wird. Also ob das dann wieder als Features mit reinkommt. Weil, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es früher bei Mindclone ging. Sowohl das mit den Eiern braten, als auch das mit den Slabs und Stairs um die Achsen rotieren. Also, nee, die Achsen rotieren von Stairs und Slabs. Da hab ich immer einige Slab bekommen. Egal. Okay. Jo. Gut. Dann soll es damit gewesen sein. Dann sehen wir uns entweder nächste Woche zu ETS. Nee, zu ATS. Mit dem neuen DLC, was ja jetzt rauskommt in ein paar Tagen. Oder wir sehen uns wieder zu Mindtest oder zu irgendwas ganz anderem. Mal gucken. Ist ja noch eine Woche hin. Kann viel passieren. Bis dann.